Guten Tag, heute gibt es ein Tutorial zu einem neuen Browser für New Nintendo 3DS für die Firmware 11.14.0-46 für alle Regionen, den Zugi vor kurzem veröffentlicht hat. Und das ist aber ein etwas anderer Exploit als beim alten Browser, der mit 11.14 gepatcht wurde. Und zwar handelt es sich dabei um einen Stuck Smash anstelle eines Use After Free Exploit und funktioniert nur auf der Firmware 11.14. Also nicht darunter, weil der Browser dann ein Update erzwingt. Also ihr müsst dann hier die aktuelle Version mit der -46 hinten dran haben. Das ist der Browser-Version. Wenn ihr das nicht habt, müsst ihr in den Systemeinstellungen noch ein Update durchführen, bevor der Browser gepatcht wird, um ihn dann somit benutzen zu können. Zudem braucht ihr einen 3DS, der keine Custom-Firmware hat, also auf einer Custom-Firmware funktioniert der Exploit nicht. Und da gibt es auch übrigens andere Methoden, den Home-Launch auszuführen. Und ihr braucht eine SD-Karte sowie einen PC. Und danach müsst ihr die SD-Karte vom New Nintendo 3DS in den PC stecken und auf diese Seite drauf gehen, den New Browser XL, und dort hier das Archiv runterladen, die Version 1.0. Übrigens, der Browser X funktioniert nur auf den New Nintendo 3DS Konsolen, der Old 3DS wird später unterstützt, da ist bereits ein Exploit in Entwicklung, aber momentan ist es noch zu instabil und somit wird er erst später veröffentlicht. Und dann müsst ihr das, wie gesagt, hier das Paket hier runterladen und entpacken. Zum Beispiel mit dem Windows Explorer oder mit einem entsprechenden Packprogramm, zum Beispiel SimZip. Dann erhaltet ihr dieses Archiv hier mit dem Europa, Japan, Korea, USA. Das sind die Regionsordner für eure jeweilige Region. Wählt hier einfach eure Region aus. In meinem Fall hier Europa für Europa. Ich habe einen europäischen New Nintendo 3DS. Und dann kopiert ihr diesen Inhalt auf die SD-Karte. Hier, da müsst ihr rein kopieren. Wenn ihr alten Browser schon mal ausgeführt habt und die Dateien vom alten Browser noch drauf habt, müsst ihr die ersetzen, weil die alten Dateien funktionieren nicht mit der neuen Version. Ja, überschreiben. Und was noch braucht, ist hier einmal den Home Launcher auf der neuen Version. Da einfach nur die boot.3dsx runterladen, indem ihr einfach hier drauf klickt. Dann könnt ihr euch hier die boot.3dsx runterladen und die kommt hier auf euren SD-Karte und zwar in den Root eurer SD-Karte, da wo ihr die anderen Dateien auch vorher reinkopiert habt. Hier kommt es rein, hier oben steht übrigens der Pfad, also hier mein 3DS habe ich über die Datenverbindung verbunden und da steht halt Micro-SD-Karte. Dann halt direkt hier rein, ohne Ordner hier, da darf kein Ordner drin sein. Da muss ihr reinkopieren in die boot.3dsx, sollte im Boot 1.36 dran stehen, müsst ihr die 1 noch nebenan entfernen, damit ihr halt nur boot.36 habt. Und falls ihr das alles gemacht habt, könnt ihr die SD-Karte wieder auswerfen oder den 3DS von der Micro-SD-Verwaltung wieder trennen. Und dann geht es auch am 3DS weiter. Also, bis gleich. So, dann, wenn ihr das Ganze auf den 3DS kopiert habt, könnt ihr wieder an euren 3DS gehen und aus den Systemeinstellungen, wenn ihr die Micro-SD-Verwaltung hier benutzt habt, rausgehen oder auch die SD-Karte vom PC aus wieder in euren 3DS stecken. Aber da ich jetzt hier die Micro-SD-Verwaltung benutzt habe, muss ich jetzt hier aus den Systemeinstellungen rausgehen. Hier übrigens die aktuelle Version 11.14.0-46. Hier auf Beenden. Ihr müsst noch sicherstellen, dass ihr eine Internetverbindung auf dem 3DS habt. Wie ihr dieses macht, zeige ich euch oben in der Infobox ein Tutorial, wie ihr eine Internetverbindung auf euren 3DS einrichtet. Aber ich gehe davon aus, dass du schon eine drauf hast und deshalb gehe ich nicht weiter drauf ein. Denn danach müsst ihr hier in die Home-Menü-Einstellungen und dann hier runter scrollen auf drahtlose Verbindung NFC auf Ausstellen. Dann können wir ausgehen, damit hier die Verbindung deaktiviert ist. Drückt dann hier die L- und R-Taste zusammen. Falls die Tasten hier nicht funktionieren sollten oder die Kamera hier oben nicht funktioniert, müsst ihr auf die obrige genannte Stelle rüberspringen, damit ihr seht, wie ihr das Ganze auch ohne die Kamera machen könnt. Aber wenn das bei euch funktioniert, müsst ihr dann die Kamera starten. Und dann klickt ihr einfach hier auf das QR-Code-Symbol hier. So, jetzt müsst ihr diesen obigen stehenden QR-Code mit eurer 3DS-Kamera einscannen, damit der QR-Code hier oben im Feld drin ist, damit ihr eine URL bekommt, der Exploit dann auch beinhaltet. Springt danach aber zu dieser angezeigten Stelle, damit ihr den anderen Teil überspringen könnt, weil den müsst ihr dann nicht mehr machen. So, wenn das Ganze mit dem L- und R-Taste nicht funktioniert oder die Kamera da oben defekt ist oder so, dann müsst ihr den Browser
vom Hominjahr starten. Und ihn dann gegebenenfalls noch einrichten, falls ihr ihn noch nicht benutzt habt. Und geht dann hier in die URL-Suchleiste und gebt dann hier ein https, ihr könnt es auch vervollständigen, sugi.github.io / web nochmal / nbhex /xl und dann nochmal ein / und dann könnt ihr auf bestätigen und da wir die in der Verbindung ausgeschaltet haben, wenn die Fehlermeldung hier kommt, könnt ihr auf bestätigen, geht dann hier in eure Favoriten und fügt diese Seite hier zu den Favoriten hinzu und ihr könnt es dann noch hier benennen in Browsex zum Beispiel, damit ihr wisst, welcher Favorit der Exploit ist. Und danach geht ihr hier auf die drei Striche, auf die Einstellungen, dann geht ihr auf Cookies löschen, damit die Cookies gelöscht sind. Und müsst dann die Seite auch beenden, schließt dann den Browser und geht dann hier in die Home-Menü-Einstellungen und schaltet dann die drahtlose Verbindung wieder an, damit es hier Internet anzeigt. Dann können wir rausgehen und den Browser wieder neu starten. Und geht dann hier in eure Favoriten und klickt dann hier den Browser-Ex an. Dann müsste der Exploit ausgeführt werden. Und wenn es dann eine Fehlermeldung kommt, das Ganze erneut versuchen. Geht dann hier einfach in eure Favoriten rein und startet hier den Browser-Ex. Und Exploit wird ausgeführt. Dann wird auch schon der Bildschirm gefeatzt und der Home-Landschaft gestartet. Und von da aus könnt ihr dann Home-Anwendungen zu starten, die nicht tief ins System eingreifen. Solltet ihr Hacks und so, also ROM-Hacks und so ausführen wollen, müsst ihr oben in die Infobox klicken, um zu sehen, wie ihr eine Custom-Firmware über Unsafe-Mode installieren könnt. Weil diese wird dann für das dann benötigt. Auch von hier aus dann könnt ihr dann Emulatoren zu starten oder auch andere Homebrews, die den Homeland schon unterstützen, ausführen. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon mit dem Video gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kann sich gerne in den Kommentaren mich wenden. Damit sage ich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao.